Jo, meine Leute, heute eine krasse Nachricht, und zwar ist meine komplette Powerwall gestorben. Also die ist wirklich Schrott. Ich kann damit nichts mehr anfangen und ich werde euch heute und hier erklären, was genau passiert ist, warum es passiert ist und was ich jetzt tun werde. Ja, ich bin mega fertig. Ich habe gestern, hab's gesehen und habe mir nur gedacht, egal. Okay, ich muss mich erstmal sammeln. Bis dahin. Ich versuche es euch zu erklären, was passiert ist, damit es klar wird. Bevor blöde Kommentare kommen, die Pullen sind leer, ja. Also da ist nichts drin. Nicht, dass jetzt wieder irgendwelche Leute meinen, ich wäre wahnsinnig oder so. Die sind komplett leer, da ist nichts drin und hier stehen auch keine Fohlen rum oder so. Also. Okay, ich versuche euch zu erklären, was passiert ist. Und zwar erstmal bisschen zur Background Story. Ich wollte die Powerwall und meine ganze Anlage halt von unserem Heizungskeller hier in so einem Container, der draußen bei mir auf dem Grundstück steht. Das ist ein Stahlcontainer, der ist komplett alleine für sich. Also es das heißt irgendwie total optimal. Der ist dicht und alles, also richtig cool, weil natürlich wegen Sicherheit. Ich habe das ganze Zeug nicht mehr im Haus und so weiter. Das fand ich irgendwie gut. Und das Teil ist auch laut, der Wechselrichter. Also da war ich halt eigentlich auch froh, dass der da raus ist. Dann habe ich halt gedacht, alles klar, als allererstes ziehen wir mit dem Wechselrichter rum, machen halt verlegen den Stromkabel und so weiter. Das musste ich alles unterirdisch machen, war so ein bisschen stressig. Das ist soweit fertig, funktioniert auch alles wunderbar. PV-Panels, alles cool angeschlossen. Ich zeige euch das auch nochmal, wenn ich hier fertig bin, dann werde ich euch den gesamten Aufbau nochmal zeigen. Und bis dahin mussten diese Packs quasi lagern, und zwar bei mir in einem Heizungskeller. Sie standen da einfach nur rum und waren nicht mehr angeschlossen. Das ist ja auch erstmal überhaupt kein Drama. Das Problem ist jetzt halt, dass ich diese BMS-Module dran habe. Die habe ich selber entwickelt und finde die eigentlich ziemlich geil auch. Ich habe nur eine Sache nicht bedacht. Und zwar, die Teile werden versorgt von den Packs. Und das ist eigentlich auch kein Thema, weil die normalerweise, die lesen das Pack halt einmal aus, also messen die Spannung, messen die Temperatur, senden das halt per WLAN an den Raspberry Pi und der weiß dann Bescheid und speichert das alles. So, und das machen sie aber ungefähr alle 10 Sekunden. Also das funktioniert quasi so. Die Teile senden einmal kurz, also messen, senden und danach gehen die in so einen Deep Sleep-Modus und verbrauchen dann praktisch keinen Strom mehr. Also es ist wirklich fast null. Und dann wachen die wieder auf und senden wieder, ja. Und das halt so, ich weiß nicht mehr genau, ob es im 10 oder im 30-Sekunden-Takt war, das ist einstellbar. Aber das ist der normale Ablauf. Und wenn man das so macht mit diesem Deep Sleep, verbrauchen die halt so wenig Strom, dass es den Packs praktisch gar nichts ausmacht. So, jetzt hatte ich aber nicht drüber nachgedacht und das Problem war, dass die Teile, die standen dann in einem Raum und ich habe den Raspberry Pi ausgeschaltet. Das heißt, da war nichts mehr, wo die hinsenden konnten. Und was haben die dann versucht? Die haben andauernd immer, die waren dann halt in der Schleife und haben immer wieder versucht zu senden, senden, senden. Und das kostet dann halt leider schon ein bisschen Strom. Es ist halt immer noch nicht viel, aber auch ein paar Watt über ein paar Wochen sammeln sich halt, ja. Und damit kriegst du die blöden Packs halt leer. Und ganz ungünstigerweise funktioniert dieser Step-Up-Converter saumäßig gut. Der kann wirklich von ein paar, also von 0, irgendwas Volt auf 5 Volt hochpushen. Das kriegt er noch hin und das hat er halt auch leider gemacht. Das heißt, er hat die Packs wirklich leer gesaugt über die ganze Zeit. Ja, so ist es passiert. Keine Ahnung, jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Ich zeige euch kurz, was ich vorhab oder was meine Idee ist, wie es jetzt weitergehen soll und dann, ja, keine Ahnung, mal gucken. Ja. Okay, also was ist jetzt der Plan? Im Moment ist es so, ich habe hier noch diesen 1 Kilowattstunden Akku, der lief immer parallel zu meiner eigentlichen Powerwall. Die hat die so ein bisschen abgepuffert, also die maximalen Lastspitzen, dafür war der halt da. Und das ist halt ein Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer Kilowattstunde, wie gesagt. Diese Zellen habe ich mir irgendwann mal bei AliExpress in China bestellt. Damals waren die echt saumäßig günstig. Mittlerweile sind die leider relativ teuer geworden. Die waren alle tipptopp, also richtig gute Qualität, war ich sehr zufrieden mit. Und also das Teil dient mir jetzt erstmal, bis ich einen Ersatz habe als Zwischenspeicher. Also wie gesagt, was anderes habe ich einfach im Moment nicht. Rest speise ich dann halt ein. Also dann ist das jetzt halt so. Ein bisschen ärgerlich natürlich im Sommer, aber ist okay, so ist es, da muss man mit leben. Ansonsten ist es so, die alte Powerwall wiederbeleben werde ich nicht mehr. Also da hat jetzt meine Frau auch einfach ein Veto eingelegt und gesagt, hör mal, jetzt ist er wirklich gut mit dem Scheiß. Und ist okay, ich sehe das ein. Das ist jetzt, ich denke, ich habe jetzt viel Zeit da drin. Ja, verschwendet will ich nicht sagen, aber schon investiert und deswegen möchte ich das jetzt eigentlich
beenden. Meine alten Packs gehen an einen Kumpel, der gesagt hat, alles klar, ich gucke mir die Teile nochmal alle an, also ich baue die auseinander und check nochmal die einzelnen Zellen, ob die noch passen oder nicht. Der kriegt die alle, soll er gucken, wenn er die retten kann, ist cool, dann freue ich mich, dann leben die Dinger wenigstens weiter. Wie gesagt, ich möchte die eigentlich nur ungern direkt ins Recycling geben, wenn es nicht sein muss. Okay, also wie gesagt, das Teil dient mir jetzt erstmal als Zwischenakku, BMS, alles dran. Preis von dem Ding muss ich mal nachschauen, blende ich euch später hier ein. Und bis dahin, also so lange läuft das Teil und ich habe jetzt in China angefragt und werde mir dort einen etwas größeren Lithium-Eisenphosphat-Akku bestellen. Also diese großen Blöcke, ich weiß noch nicht, ich muss mal gucken, ob es dann 200 oder 280 Ampere-Stunden werden. Ich wollte mir das nochmal ausrechnen, was jetzt mit der Anlagengröße, die ich habe und dem Strompreis, der hier herrscht, Sinn macht. Das zeige ich euch dann auch noch, wie ich sowas ausrechne. Ist auch nicht so ein Weltwunder. Und ja, dann geht es so weit. Aber bis die Teile ankommen, wird es wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern. Also das ist Kostenpunkt für 16 200 Amperestunden Akkus bei einem guten Händler von Alibaba. Die liegen ungefähr bei 1300 mit Versand, also 16 200 Amperestunden Akkus. Das ist mehr als fair und die sind wirklich neu. Ja, da muss man immer aufpassen bei AliExpress und Alibaba, man kriegt auch oft Schrott. Aber da haben wir Gott sei Dank einen guten Händler, der was taugt. Ja, so sieht's aus. Halt echt heftig. Also es geht weiter und es werden auch weiter Videos von mir kommen, keine Sorge. Als nächstes Video selbstverständlich das E-Bike, aber das war jetzt halt einfach mal so eine krasse Nummer, die dazwischen kam. Keine Ahnung, ich bin echt ein bisschen durch auch, also irgendwie auch traurig, weil keine Ahnung, es war viel Arbeit und ich habe das Ding eigentlich gerne gemocht. Das war irgendwie, ist ja auch viel Herzblut, das man da reinsteckt. Aber okay, so ist es, ne? Das ist DIY. Ja, so passiert's. Und wie gesagt, ich zeige hier alles, also auch mega Fehlschläge oder so. Ich verheimliche euch hier gar nichts. Das passiert halt, das gehört dazu. Damit muss man leben und wenn man das nicht kann, dann muss man sich Fertigzeug kaufen. Aber sowas tue ich nicht. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da, gebt mir ein Like. Ich freue mich über sowas und bis zum nächsten Mal. Vielleicht dann mit einem größeren Akku. Ciao.